Wir spielen Stranded Deep. Yay, weiter geht's. Ja, wir gehen erstmal schlafen. Wir brauchen Sonne. Und dann gucken wir erstmal, wie es ihm geht. Hungerdurst wird er wahrscheinlich haben, ne? Mit Sicherheit. So. Kann losgehen, meine Lieben. Ja, ganz dollen Durst. Hunger geht eigentlich. Aber hier, guck mal, ja, von uns zu, Anzugsträger. Schön, Trinkerchen. Fein. Da geht ihm schon wieder besser. Na, sieht er. So kann es losgehen. So, was haben wir geplant für die Folge hier? Nicht viel, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall schon mal das Haifutter essen. Das bleibt ja erstmal liegen. Dann wollten wir die Kisten ein bisschen machen. Oh, heute wird ganz entspannt. Noch ein bisschen die Kisten. Gucken wir, ob wir uns ein Bett machen können. Leder brauchten wir dafür, ne? Und ja, dann gucken wir mal. Wird Zeit, dass es hell wird? Ja, das passt. Okay, dann gucken wir mal. Wir fangen erstmal an mit den Kisten, ganz entspannt, würde ich sagen, oder? Ja, okay, danke, dass du mir Bescheid sagst, dass das in meinen Rucksack gepackt wurde. So, Holz haben wir hier hinten, was komplett leer ist. Die Büsche nerven mich. Guck mal, wie das hier aussieht. Ey, ist ja viel zu viel. Leg mal die Büsche hier ab. So. Da hinten kommt unser Grünzeug hin. Wow, schön. Was ist das hier? Katastrophe, ey. Was für eine Ordnung. Nimm mal die Lampe mit. Dann haben wir hier hinten ein bisschen Licht. So. Und hinstellen bitte. Nee, nicht hinlegen. Ich mag nicht hinlegen. Ja, perfekt. Danke. So. Oh Gott, haben wir viel Müll dabei. Oh mein Gott. So viel Platz haben wir gar nicht für den ganzen Kram. Die ist leer. Wir machen mal hier eine neue Werkzeugkiste. Wir haben zwar schon eine, aber wir machen noch eine. Nimm die mal mit, bitte. Und du räumst die mal. Wo ist denn unser Werkzeug? Hier. Nee. Hä, was ist denn hier passiert? Warum ist denn das so unordentlich? So. Werkzeug packen wir jetzt hier hin. Schön aufeinander. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier noch reinkriegen. Irgendwo vielleicht. Da, guckt mal, schön. Hier hätten wir sogar noch einen Platz. Werkzeuge haben wir. Schön, schön, schön. Oh. Heute wird nicht viel passieren, meine Lieben. Heute ganz, ganz entspannt. Kein Tauchen geplant, nichts geplant. Haben wir hier noch irgendwo Werkzeuge? Seht jemand Werkzeuge? Nee, das war's. Aber wir haben schön viel Leder. Wir brauchen nur eine Ledermaschine. Wie baut man die? Webstuhl? Ist das ein Webstuhl, was wir brauchen? Kann ich mir gut vorstellen. Sägeblock? Nee, Brennofen. Ah, nee, das hier. Das brauchen wir. Vier Seile kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dafür haben wir genug Material. Ein Seil. Zwei. Ich habe mich verzählt. Eventuell das dritte Seil. Ach komm, wir nehmen einfach alle. Ich habe mich verzählt. Sorry. Und dann gucken wir mal, wie viel können wir machen. Ganz nach oben. Mensch, das dauert hier immer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sehr gut. Den kannst du wieder auspacken und dann brauchen wir Stöckchen. Haben wir hier noch Stöckchen liegen? Nee. Geht ja schon gut los hier. So. Ach so, das ist der Kramhaufen hier. Das ist alles, was wir auf der Hand hatten. Dich brauchen wir. Und wo ist das kleine Messer? Da. Ja, jetzt läuft's. So, vier Stöckchen haben wir auch. Und wahrscheinlich brauchen wir dafür den Hammer, ne? Kein Hammer, nein? Okay. Ich gehe mir einen holen. Kein Problem. Hammer, hier. Da haben wir ihn. So, das. Holz, du musst jetzt mal dahin kommen. Wir haben neuen Platz für dich. Oh, wie geht's um die Pflanze? Gut, das passt schon. Kümmern wir uns gleich drum. So, jetzt bauen wir mal das Ding hier, den Webstuhl. Nee, war falsch. Da. Nee, Gerbstuhl, so. Nee, Gerbstelle. Gerbgestell. Sorry, meine Lieben. So, das packen wir hier hin. Wir drehen das mal kurz ein bisschen, damit
Nee, zu weit. So. Okay. Jetzt brauchen wir. Ich bin jetzt kein Vollprofi in dem Spiel, ne? Das sollten wir wissen. Haben wir wahrscheinlich alle schon gemerkt. Wollen wir denn alle Leder, was wir mal hier haben? Wir hatten doch hier voll viel Leder hier. Oh, da haben wir echt viel Leder gesammelt. Was haben wir hier noch? Da nichts mehr. So, wie betätigt man dich? Das hatte ich mich schon bei dem anderen Ding gefragt. So nicht. Warte mal, Kumpel. Nimm dir mal Leder in die Hand und dann mach mal hier irgendwas dran. Guck euch das an. So läuft's gut, meine Lieben. Wie oft können wir denn machen? Ah, wir hatten richtig viel Leder. Wir können wahrscheinlich richtig oft machen. Huch. 4, 8. Wow, wow, sehr schön. Jetzt, wir wollten eigentlich, warum wir überhaupt dieses Lederding machen wollten, wir wollten ja ein Bett machen. Was wir jetzt, glaube ich, auch können. Wenn wir es finden. Hier ist es. Guck mal hier. 3 Leder, 3 Stoff. Okay, Stoff kriegen wir auch noch hin. Und wieder von Anfang an. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wo der Stoff ist. Ich habe es natürlich mal wieder vergessen. Oh, 3 Stoff hier, genau. So, und 3 Stückchen. Stückchen habe ich hier noch liegen gesehen. Krebs, lass mich in Ruhe. Oh ja, ist okay. Dann brauchen wir noch ein Stückchen. Ah, unser schöner Vorrat. Wird direkt wieder angekratzt. Guckt mal hier, meine Lieben. Guckt mal hier, wir haben ein Bett. Was wir jedes Mal... Oh, ist das schön. Sehr cool. Hat sich schon mal gelohnt, die Folge. Das werden wir jetzt nämlich immer mitnehmen. Sind auf dem Flug noch Kisten? Nee. Okay. Dann machen wir hier wieder unsere Notfallkiste, richtig? Dann brauchen wir erstmal Trinken drin. Ach so, was ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren wollte, diese Folge ist, ob wir... Das waren die falschen. Hier sind sie. Das sind aber ein bisschen wenige. Wir hatten noch voll viele. Hier hinten liegen sie. Okay. Ob wir eine Plattform ins Wasser machen können, wollte ich mal ausprobieren, weil das wäre ja dann, also wenn das möglich ist, dann wird dieses Spiel niemals enden. Dann wird für immer und ewig auf meinem Kanal Stranded Deep geben. Alle leer, ne? Ja. Ja, alle leer. Ja, okay. Dann füll mal auf. Was? Kein Wasser. Was? Da liegt doch was drauf, aber, oder? Muss da mehr drauf? Mal gucken. Ist doch... Oh. Anstrengend. Anstrengend. Oh nee, jetzt hast du das Falsche aufgenommen. Hier, Pipi-Pflanze brauchen wir nicht da. Eigentlich sah das voll aus, würde ich sagen. Oh, Tag 24 überlebt. Wow. Tatsächlich ist leer. Okay, wir müssen kurz auffüllen. Zwei Stück brauchen wir. Eins. Hallo, kann ich mal irgendwo eins liegen? Nein? Okay, dann gehe ich suchen. Gar kein Thema. Mag ich ja gerne hier rumlatschen. So. Hier, da haben wir. Na los. Aufgefüllt haben wir. Dann können wir auch gleich das Trinken befüllen. Okay. Das kommt dann wieder in unsere Notfallkiste, die wir definitiv mit aufs Schiff nehmen, genauso wie das. Du warst es nicht, du warst es. Dich nehmen wir mit für den Notfall, eine Lampe auch. Oh, meine Tasche ist voll, warum? Scheiß Leder müssen wir mal kurz auspacken. So. Stückchen. Ah, wir haben zu wenig Platz auf unserer Insel, merkt ihr selbst, ne? Och, unsere Pflanze braucht auch noch Wasser. Vielleicht sollten wir 2 Trinkdinger bauen, wer weiß. So. Das muss hier jetzt ganz ordentlich da liegen. So. Du dahin. Guck mal, wie perfekt ich das hinkriege. Wow, das lohnt sich. Schön, so fühlt sich's gut an. Und ihr kommt mal hier hin. Die brauchen wir gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr in meiner Hand sucht. Na, warum nicht? Und jetzt kriegt er gleich wieder Durchfall. Der Gute.
So viel Leder. Irgendwo hatten wir auch eine Stoffkiste, glaube ich. Passt aber nichts mehr rein. Zwei Stück noch. Hier passt noch rein. Kann man sich eigentlich hier auch Regale hinstellen? Ich weiß das gar nicht. Ich kenne mich gar nicht so gut aus. Oh, Aloe Vera. Wir können Aloe Vera machen. Haben wir die noch auf der Hand? Haben wir. Verbrauchsgegenstände. Hier. Haben wir. Können wir nochmal? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nicht so schlimm. Die können wir gleich in unsere Notfallkiste packen. Aber die erinnert mich auch direkt daran, dass er wahrscheinlich schon wieder am Hitze ist, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ach so, wir tun sie mal jetzt auf, weil wir haben ein bisschen was vor. Das können wir nicht gebrauchen, dass wir hier ständig im Wasser tauchen müssen. Trag dir das mal auf. Ja, na siehste. Funktioniert doch schon besser, ne? Die ganzen Trinkdinger legen wir mal hier hin, dann wissen wir, dass wir sie auffüllen wollen. Oh, das wäre fast ein Turm geworden. Schade. So. Was für ein Durcheinander hier. Hier muss man erstmal drauf klarkommen. Die ist leer. Sehr schön. Die ist auch leer. Sehr schön. Können die schon mal wieder rauf? Oh, wir parken direkt unterm Seeigel. So. Haben wir die schon mal für unterwegs wieder? Was ist los mit dir? Warum rennst du nicht? Kannst du nicht rennen? Doch, kannst du. Na, siehst du. Oh, noch so viel Krimskrams. Ja, 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 schon verstanden. Wir packen mal Stöcker zum Lagerfeuer. Was uns bis jetzt nicht weitergeholfen hat, da unser ganzes Fleisch ständig vergammelt ist. Füllen wir mal direkt auf. So, passt. Hier kommt hierhin wieder. Schön. Ja, gefällt mir. Was haben wir noch auf der Hand? Leder. Ja, Leder. Komm, schmeiß mal erstmal hier hin, in die Kuhle hier. Hier kommen Pipi-Pflanzen hin. Was ist das denn für eine Ordnung? Ist das hier überhaupt eine Ordnung? Eigentlich schmeiße ich nur alles überall hin, oder? Das passt schon so. Das passt schon so. Die ist leer. Sehr schön. Wir nehmen mal erstmal nur die angefangenen mit. Okay, die vollen lassen wir hier. Das ist Notfall. Ja, perfekt. Leer. Können wir schon mal falsch mitnehmen. Das ist eigentlich auch Notfall. Falls uns ein Hai angreift, nicht angrifft. So, Leder kommt hier in die Kuhle. So. Oh, so viel Krimskrams und Müll, Mensch. Das sortieren wir hier später ein. Das kommt hier irgendwo mit rein, glaube ich. Das hier hauen wir mal kurz klein. Und füllen damit unser Trinken neu auf. Und dann haben wir wahrscheinlich diese Folge schon wieder alles vorbereitet für nächste Folge, damit wir direkt wieder losschippern können. Das ist doch was, das ist doch was Tolles. Okay, ein paar Dinger können wir schon wieder auffüllen. Machen wir direkt mal. Oh, kann ich mal hier durch, bitte? Danke. Eins, zwei, drei. Ich glaube, drei können wir auffüllen. Probieren wir aus. Eins. Zwei, drei. So, drei sind schon mal voll. Das ist schon mal, es läuft schon mal sehr gut. Ne, da unter. Das ist Notfall. Die ist voll, die ist voll, die ist voll. Okay, sehr gut. Die Kiste kann aufs Boot, die hier noch nicht. Ah, Kokosnüsse ist schwierig. Die benutzen wir echt selten für irgendwas. Bekommt einfach mal erstmal hier hin. Alles erstmal hier hin. Das nennt man Ordnung. Aus den Kisten raus, einfach hinwerfen. So, die ist leer. Die ist auch leer. Die auch. Dann nehmen die mal gleich mit. So, und dann haben wir noch ein bisschen Holz hier. Holz, Holz. Ich und mein Holz. Perfekt. Schön. Oh, oh, unsere Pflanze hat los. Habe ich schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis. So, Achtung mit dem Seestern. Du kannst darauf für die nächste Tour. Du kannst darauf, du kannst darauf, du kannst darauf. Haben wir noch eine? Ja, eine haben wir noch.
Du kommst darauf. Und hier vorne sind immer unsere Notfallsachen. Habe ich mir so gedacht. Wie viel braucht man noch? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 4. Obwohl ein paar Plätze können wir freilassen, für, falls wir unterwegs Kisten finden. Das ist alles Müll. Und das ist unsere Werkzeugkiste. Du kommst einfach so schon mal rauf, würde ich sagen. Und unsere Notfallkiste auch. Werkzeug und Notfallkiste, die haben wir. Das sind die wichtigsten auf jeden Fall. Du kommst hier vorne hin. Ja, ja, mach doch. Notfall und ja. Trinken packen wir denn da noch rein und alles. So, jetzt haben wir 3, 6, 7 leere Kisten. Das dürfte reichen, oder? 7 leere Kisten. Und den Rest der Kisten brauchen wir wahrscheinlich, um unser, oh Gott, Krimskrams unterzubringen, irgendwie, wie wir es mal hinkriegen sollten, hier ein bisschen Ordnung reinzukriegen, was ich jetzt leider noch nicht sehe. Oh Gott, zu weit. So, schön, sei ein schöner Berg. Hallo. Sei ein schöner Holzberg. Du bist kein schöner Holzberg. So, guckt mal, so sieht schön aus. Kann ich mal hier rein und noch mehr ablegen? So, schöner Holzberg. Wow, schön. Werkzeug ist hier hinten jetzt, das haben wir ja gesagt, ne? Passt hier noch was von dem? Passt sogar beides noch, sehr schön. Oh, man kann immer nur 4 stacken. 1, 2, 3, 4. Irgendwo waren hier bestimmt noch welche drin, aber... Sind das alles unsere Kokosnüsse? Oh, da bin ich zufrieden, haben wir ja gar nicht so viele. Okay. Wo sind die, die man getrunken hat? Steht leer, leer, trink. Oh, okay, leer, leer. So, wie geht's ihm? Ja, nicht so gut. Bitte fang nicht an zu brechen, wenn du die jetzt beide isst. Das wirst du ja wohl verkraften. Ist ja widerlich. Hast du Durchfall oder was? Das ist ekelhaft. Wo ist der Kackhaufen? Du hast hier gerade drin gekackt, oder? Ja, habe ich mir gedacht, dass er das nicht aushält. Trinken, na klar, wenn man Durchfall hat, dann leidet man schnell an Dehydrierung. Das heißt, man muss, wenn man Durchfall hat, muss man viel trinken. Machen wir doch direkt und füllen wir auch gleich wieder auf, damit wir unsere Pullen befüllen können hier. Oh, es geht ja stetig runter hier. Durchfall ist schlimm, sehe ich gerade. Durchfall ist ganz schlimm. Wir müssen direkt unsere Notfalldinger dafür nutzen, dass wir jetzt nicht hops gehen. Oh, du warst doch so schön drauf. Trink mal ein bisschen was, dann geht's dir besser. Oh, immer noch Durchfall. Oh Gott, Junge. Du machst hier mal Sachen. Oh Gott, jetzt haben wir haben so viel Zeit hier. Oh, wir sind gar nicht weitergekommen, Leute. Das tut mir jetzt leid für euch. Das heißt nämlich, nächste Folge müssen wir weiter aufräumen. Warte mal, aber was ich auf jeden Fall noch mal vorher machen wollte, gucken wollte, ob wir ein Holzfundament, 4 Stückchen, kriegen wir zusammen. Ich muss unbedingt wissen, warum musst du Wasser finden? Ja. Oh, scheiße, Alter. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Durchfall ist ganz schlecht anscheinend. So schlimm habe ich es gar nicht in Erinnerung. Kriegen wir das Ding auch schnell nochmal leer? Oh, wo ist jetzt die eine Portion? Könnte das mal nicht stecken? Okay, ich glaube, er hat sich... Nee, hat er nicht. Okay. Notfallration muss her. Okay. Gesund, es geht ihm besser. Wir haben ihn gerettet.
stürmt es hier schon wieder, kann es sein? Haben wir die Stöckchen aufgehangen? Vier, wir brauchen vier Stöckchen. Und dann brauchen wir, nee, haben wir schon. Jetzt die Frage der Frage, können wir das im Wasser bauen? Oh mein Gott, Leute. Wir können das im Wasser bauen, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr das? Da muss ich da noch gegenhauen, okay. Ihr wisst nicht, was das bedeutet, dann werde ich es euch gleich sagen. Dieses Spiel wird auf diesem Kanal für immer weiterlaufen, denn wir werden hier dieses Fundament bis da hinten hinbauen und dann vielleicht zu dahin und dann können wir übers Wasser laufen, ganz einfach. Das wusste ich nicht und das ist so cool. Das ist echt cool. Zwei Stöckchen brauchen. Wir machen gleich noch ein Fundament. Warum nicht? Dieses Spiel gibt mir gerade so viele neue Möglichkeiten. Bam, bam, bam. Das muss man machen, oder? Das muss man machen. Man muss jetzt alles vollbauen. Wenn ich mich nicht recht täusche, müsste das unsere Rohstoffinsel nämlich da hinten sein. Ich könnte mich auch täuschen, gar keine Frage. Nee, ich täusche mich nicht. Das ist unsere Rohstoffinsel und das ist da die andere, genau. Ich bin richtig, jetzt kann es losgehen. Jetzt geht es hier richtig los. Oh, jetzt bin ich falsch gegangen. Wo muss ich denn hin? Bauen. Nee, dreh das mal. Genau. Wow! Oh Leute, das wird ein Spaß, sag ich. Ist fertig? Ja. Oh mein Gott. Das ist so cool. Jetzt wird ausgerastet. Okay, mein Lieben, wir haben nicht viel geschafft, nicht so schlimm. Das Chaos liegt hier immer noch. Das heißt, nächste Folge werden wir hieran weitermachen. Und da dran. Oh mein Gott, sehr cool. Ich gehe jetzt erstmal abspeichern für uns. Wie geht's ihm? Okay, Durchfall hat er überstanden. Füllen wir gleich kurz nochmal auf. So, haben wir. Und jetzt speichere ich ab für uns, meine Lieben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.